Leute, es geht direkt weiter mit Pokémon Silberner Diamant. Und ich sehe gerade, hier kommen wir nicht weiter. Anscheinend bekommt man irgendwann noch vielleicht Stärke als Attacke. Weil da waren diese runden Felsen. Zubat wird hier nicht viel ausrichten können gegen Kleinstein, aber ich wechsle kurz Cellastein. Damit, ja, hier. Damit alles sicher passieren kann. Solange das nicht seine Stats boostet, könnte er Two-Hit sein oder so. Ja. Oder One-Hit fast. Okay, ja, er wäre One-Hit gewesen, Robustheit. Ja, das nützt ihm jetzt auch nicht mehr viel. Ich glaube, ich kriege ihn sogar mit dem Tackle noch kaputt. Das sollte auf jeden Fall noch funktionieren. Mal probieren. Testen. Ja, natürlich. Easy, easy. Kleinstein, keine Chance. Zubat. Level 6. Perfekt. So, aber ich werde jetzt nicht den Kampf zeigen, dieser wilden Pokémon, weil das ist schon ziemlich viel. Ja. Also, dann gehen wir direkt runter, obwohl wir haben einen Schutz. Ich würde sagen, wir machen den Trainerkampf und danach aktivieren wir den Schutz. Obwohl, hier sind so viele Trainer. Ich weiß nicht, ob ich noch Pokémon begegnen werde. So. Oh mein Gott. Camper, Oli. Ah, nee. Olle. Höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Shinux, okay. Hier hätten wir das Kleinstein, falls er Gesteines attacken kann. Wir haben noch nicht mal eigentlich die TM von Lesson Part uns angeguckt. Okay, wir sind wir Flug? Glaube nicht. Das heißt, er hat keine sehr effektive Attacke. Kann er was? Okay. Steinpolitur. Macht aber kein Damage. Ich würde sonst einfach sagen, wechseln wir doch wie die sein. Der ist tanky. Der schafft das. Und der ist halt wenigstens noch überlevelt, also über ein Level. Da, ja. Es schneit einfach schon bei mir hier in der Schweiz. Schon seit, also gestern hat es geschneit. Ne, nicht gestern, vorgestern. Und heute wieder. Aber es ist noch nicht so viel. Also, und ich bin jetzt auch noch nicht, ich bin nicht wirklich in den Bergen, also, ja. Aber Shinux kann uns trotzdem nichts ausrichten. So. Und jetzt kriegen wir die EP, die wir brauchen. Aber die EP ist wirklich, die EP-Punkte kriegen wir so easy. Schon drei Level-Ups wieder mal. Bin ich seit Level 9. Walzer, endlich eine neue Attacke. So, Super Level 7, Kleinstein Level 7. Das ist nice. Hey, und wir machen ein bisschen Cash hier, ne? Ein bisschen 300 pro Trainer. Letzte Runde hatten wir schon viele Trainer, jetzt sehe ich hier auch wieder. Aber es ist auch sick, dass es wirklich viele Trainer sind. Die aber alle scheiße sind. Also hier, wir kriegen drei Tems. Doch, doch, dreimal Zertrümmerer, das hatte ich gesagt, aber nicht als VM, sondern als TM-mäßig. Perfekt. Nee, sonst setzen wir das mal ein auf, ich würde sagen, auf Kleinstein, weil das passt ja bei ihm. Er ist ja auch Gestein. Ah, nee, das ist ja Kampf, aber ja, in dem Sinne, egal trotzdem. Naja, ja, anstatt Einigler, das würde ich jetzt nicht, also ich benutze es nicht, ich habe keine Lust darauf. Perfekt, hat er es erlernt. Und da eben, da habe ich auch keine Lust drauf. Oder? Hey, wir sind schon aus der Höhle raus. Ich dachte, da kommt noch was. Das war ja mit die lameste Höhle, die ich je gesehen habe. Nicht mal minimal was Verwirrendes, was eine Höhle hat. Aber egal. Das ist wahrscheinlich eher so ein Tunnel mäßig. Und da geht es ja noch weiter. So, Pflanzen-Pokémon sollten wir uns holen können mit ihm. Ja, also, er hätte ja eigentlich noch eine Giftattacke. Aber, also er ist Gift-Pokémon, er könnte hier lernen, hat jetzt aber noch keine. Ja, etwas nervig, aber vielleicht kommt das ja noch. Und ich glaube, da müssen wir uns auch entscheiden, wie für Staralili oder Zubat. Weil halt zwei Flug-Pokémon sozusagen. Oder ist er nur Gift-mäßig? Als X-Bad dann. Weil ich dachte, am Ende ist er dann trotzdem noch Flug. Ja. Sehen wir dann. Aber die ganze Zeit erstaunlich spammen. Lohnt sich. Ja, zerstört einfach.
Wie immer. Die haben gar keine Chance, diese Trainer. Die sind richtig kacke. Anton. Okay, jetzt wechseln wir. Psycho. Ne, dann können wir doch wieder bleiben. Ist er schon Psycho? Oder ist er da nur Wasser am Anfang? Ah, nee, trotzdem, wir haben einen Absorber. Ich guck mal, ob er noch, ob schon Psycho ist. Natürlich halt, was mehr Damage macht. Ne, ist nicht sehr effektiv. Upp. Okay, er macht besseren Damage fast schon. Er ist Level 5, okay, ja. Dann das auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Oder er war doch auch mal. Ja, egal. Auf jeden Fall. Anton ist besiegt. Und ja. Wir haben 19 AP. Perfekt eigentlich. Das ist noch gut, dass er Absorber hat. Aber ich bin ein bisschen überrascht, weil sonst hat er immer Blutsauger anstatt Absorber. Aber vielleicht wurde noch ein paar Attacken rausgenommen. Auf jeden Fall, es hat sich was geändert. Das muss ich sagen. So. Angekommen. Was steht hier? Erzelingen, eine Stadt voller Energie. Genau, mit den Minen ist wahrscheinlich jetzt. Hallo Trainer, hör mal, wenn du ohne einen einzigen Orden daherkommst, werden die anderen Trainer dich nicht für voll nehmen. Damit das nicht passiert, zeige ich dir jetzt mal, wo hier die Arena zu finden ist. Also, beginnen wir direkt mit der Arena. Was eigentlich auch nicht schlecht ist, und dann erforschen wir nachher die Stadt. Oh, da war jetzt schon jemand. Hallo? Was, wie? Oh, du bist es, Wusel. Ah, hast es wieder langsam angehen lassen, wie? Ich dachte schon, du kämpfst gar nicht mehr. Da hat sich der Innenleiter wohl auch gedacht, denn der ist schon lange wieder weg. Er meinte aber, er wollte, zur Erzelingenmine. Ich habe meinen Orden ja bereits, daher ist das ziemlich egal. Okay, sorry Leute, der Trainer hat sich verpisst. Wir gehen erst die Stadt entdecken, aber erstmal gehe ich ins Pokémon-Center und heile meine Pokémon. Wir haben schon ein vollständiges Team, das ist einfach fresh. Auf jeden Fall fresh. Schalte ich einen beliebigen Pokémon-Center den PC ein, um Pokémon zu lagern oder deinem aktiven Team hinzuzufügen. Außerdem kannst du auch über das Spielmenü auf diese Funktion zugreifen. Nicht schlecht. Wenn du dein Aussehen beim Betreten des Konex-Clubs verändern möchtest, dann sprich die Empfangsdame links im ersten Stock an. Okay. Juhu, ich habe unter dem globalen Club ein Pokémon getauscht. Perfekt, können wir schon noch unten, ist wahrscheinlich erst nach dem Orden, ne? Ja, im globalen Club. Und der lokale Club ist oben. Lokal habe ich jetzt noch nichts gemacht. Aber ja, jetzt wird die Stadt erforscht. Wir reden wieder mal mit jedem. Und wir gehen in jedes Haus. Das fühlt, glaube ich, schon ein Part. Die Stadt ist auch etwas größer als Jubelstadt. Hier in der Nähe erhebt sich ein gewaltiger Berg gegen den Himmel. Ne, ein gewaltiger Berg. Ah, ein gewaltiger Bergenhimmel, der Sinnoh gewissermaßen zweiteilt. Oh, boah. Was waren das für Wörter? Es gibt viele verschiedene Arten von Tems. Deshalb kann es ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Ja. Wenn ich mit meinem Turbotreter durch die Gegend düste, fühlt es sich an, als wären alle Blicke auf mich gerichtet. Ich habe auch Turbotreter. Du bist nicht die Einzige. Der Arena-Leiter ist in die Mine gegangen, um dort zu arbeiten. Ja, wir machen uns gerade auf den Weg auf die Mine. Ich hoffe, das können wir noch mit der Stadt-Tour nachher verbinden. Fight? Setzt Gesteins-Pokémon ein, höchstwahrscheinlich der Trainer. Das sind schon tolle Pokémon, oder? Die wirken so robust und kantig. Dann kommt Shellas nach vorne für diese Arena. Weit ist Arena-Leiter unserer Stadt. Trotz seines jungen Alters trägt er schon die Verantwortung für die Minen. Er hat's echt drauf. Nicht schlecht. Auf jeden Fall ein stabiler Typ. So, und da der Supermarkt. Was haben wir hier Neues? Hoffentlich Superbälle oder was auch immer. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Netzball für 1000. So dringend brauche ich den nicht. Heilbälle waren jetzt in letzter Zeit noch etwas nützlicher. Wir nehmen nochmal 2. Okay, 3 aus Versehen, aber egal. Sonst sollten wir alles noch haben. Ne, ja, passt. Was hat denn der Wanderer hier zu sagen? Die Orden, die von anderen Arena-Leiter vergeben werden, spiegeln das Können eines Trainers wider. Je mehr Orden du hast, desto größer ist es auch die Itemauswahl im Pokémon-Supermarkt. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte je nach Stadt, aber nicht nach Orden. Okay. Dann werden wir nach dem Orden nochmal hier vorbeischauen.
Die Verkäuferin hier im Supermarkt ist so hübsch, da bleibt mir einfach die Spucke weg. Ja, dann musst du mal den Snap klären. Okay, ja. Hast du die Lüftungsschächte gesehen? Über sie kann der Dampf aus dem Untergrund abgelassen werden. Habe ich nicht gesehen, aber das ist auf jeden Fall nützlich. Ah, hier oben meint er. Vielleicht. Also. Hey. Du, hör mal. Hast du ein Pokémon namens Macholo? Würdest du mir dein Macholo vielleicht gegen mein Abra tauschen? Habe ich leider gerade nicht. Aber vielleicht ist in der Höhle eins zu finden. Ich gehe mal kurz nachgucken. Ach nee, er kommt nach der Stadt erst, dieser Macholo. Wenn ich es richtig sehe. Ja dann. Ein Pokémon, das du durch einen Tausch erhältst, steigt schnell im Level auf. Doch Vorsicht, ist sein Level so hoch, wirst dir eventuell nicht mehr gehorchen. Wenn du genügend Ohren hast, sollte das aber kein Problem für dich sein. Okay. Ja, das wusste ich eigentlich schon. Jedes Pokémon verfügt über eine besondere Kraft, eine sogenannte Fähigkeit. Das wusste ich auch. Am kleinsten hat zum Beispiel Robustheit. Wie weit mein Pokémon und ich uns ähnlich sind, das lässt sich nicht so leicht erklären. Okay. Das sind über die unnötigen Sätze. Von mir hier oben hat man zwar eine hervorragende Aussicht, aber nach draußen gehen ist so anstrengend. Kannst du mir vielleicht ein Pokémon namens Zubat zeigen? Oh, das Pokémon da, das ist ein Zubat. Wow, es ist so cool, so niedlich. Also gut, genug, wir faulen es. Ich gehe selbst nach draußen und fange ebenfalls Pokémon. Vielen Dank, das ist für dich. Heilball. Wir haben gekauft und jetzt kriegen wir dann, weil wir einen Zubat haben. Auf jeden Fall, nimm deinen Zubat mit, dann kriegt ihr einen Heilball. Ja. Aber ja, ein bisschen ab und zu mal ist es schon was, mit den Leuten zu reden. Ja, wir haben hier von weit die Erlaubnis bekommen, unsere Pokémon in der Mine zu trainieren. Nicht schlecht. Ein Arenaleiter ist nicht mit einem gewöhnlichen Trainer zu vergleichen. Ich würde dir daher empfehlen, so viele Pokémon wie möglich in den Kampf mitzunehmen. Ja, wir haben so viele wie möglich. In Sinnoh gibt es 8 Arenaleiter. Das Ziel eines Trainers sollte sein, von allen 8 Leitern je einen Orden zu erhalten. Genau das ist unser Ziel, um nachher die Liga zu zerstören. Fängst du auch Pokémon? Hier, wenn du magst, gehört er dir. Finsterball, okay, das ist nice für die Höhle, weil da ist es dunkel. Pokémon sollte man Spitznamen geben, so wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt. Ah, was? Das wusste ich jetzt auch nicht. Er hat unser Enton gelb genannt, allein wegen der Farbe. Ich kann mir bessere Spitznamen vorstellen. Ja, ich auch. Gelb, okay. Ich würde nicht so heißen wollen. Auf jeden Fall geht's weiter, weil es ist wirklich sonst so lange, wie wir hier in der Stadt herumtrödeln. Wusstest du, dass Pokémon derselben Art unterschiedliche Wesen haben können? Daher überrascht es mich eigentlich nicht, dass es auch schillernde Exemplare gibt. Ja, das wusste ich. Und auch, dass es schillernde gibt. Das ist aber schon krass. Hast du schon mal etwas von schillernden Pokémon gehört oder gar eins gesehen? Sie haben eine andere Farbe als ihre Artgenossen. Ein Pikachu zum Beispiel ist ja normalerweise gelb, stimmt's? Aber ein schillerndes Pikachu ist eher orange. Ja, ich glaube, ich werde auch Shiny Hunter in diesem Pokémon. Aber da gucke ich noch. Die Lüftung tauscht die heiße Luft von unten gegen die frische Luft von hier oben aus. Wenn ich so einen Lüftungsschacht sehe, möchte ich am liebsten meinen Kopf reinstecken und laut Hallo brüllen. Würde ich auch gerne. Nein, er gibt einfach keinen Sinn, aber von mir aus, wenn er das möchte. Ich würde mal sagen, in die Mine geht's nach unten. So sieht's aus. Hier ist noch ein Haus. Das ist wahrscheinlich die Hütte des Meisters. Oder? Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das freut mich wirklich. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Ja, ist auf jeden Fall wirklich immer gut. Und vielleicht kriegen wir auch irgendwo einen Beulenhelm, das würde zur Mine passen. Aber, okay, was sagt er? Das hier ist harte, schwere Arbeit, keine Frage. Aber zusammen mit den Pokémon zu arbeiten, gibt Energie und treibt mich an. Hier ein kleines Geschenk für dich. Supertrank, der ist stark. Vor allem für unsere Pokémon jetzt. Oh, warte, das macht mich glücklich. Ups, ich habe es nicht richtig das gelesen. Aber wir sehen hier zum Beispiel, alle haben noch unter 50 HP und der Supertrank teilt ja 50 HP. Das ist auf jeden Fall wirklich stark. Los, Macholo, häng dich rein. Schlag die Felsen klitzeklein. Okay, es gibt sogar noch einen Song dazu für die Macholos.
Okay, hier unten geht es dann in die Mine rein, sozusagen. Gibt er mir auch was zu schenken? Nix hier? Ah, ich dachte schon, als ob hier nichts ist in der Ecke. Sternenstaub. Das sieht man nicht mal richtig. Da hinten nichts? Okay. Diesen Hügel aus schmutzigem Sand hier nennt man Abraumhalde. Ups. Dieses Abfallprodukt entsteht, wenn man Schächte für den Kohlenabbau gräbt. Falls es dich interessiert, hätte es noch mehr unnützes Wissen für dich. Im Hohen kennt man die Abraumhalde aus irgendeinem Grund unter dem Namen Schutthalde. Okay, die Schutthalde. Vielleicht wird unnützes Wissen irgendwann mal nützlich, deswegen nehmen wir mal alles mit. Jeder ist stolz auf die Mine. Während wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie weiter bis unter das Meer. Ich finde das einfach faszinierend. Ja, vielleicht etwas gefährlich, unter das Meer zu graben, aber wenn man das alles richtig macht, ist ja perfekt. Ich kann ja noch nicht durch die Seite. Also auch nicht zu denen hier. Hier, ab hier. Okay. Dann ab zum Mal. Kapsel X-Verteidigung. Ich habe jetzt diese Sachen nie wirklich benutzt, aber vielleicht in diesem Game, ja. Alle Minenarbeiter haben ihr eigenes Pokémon mit dabei. Es könnte gut sein, dass du zu einem Kampf herausgefordert wirst. Als Obacht. Okay, sie haben höchstwahrscheinlich Macholos. Deswegen glaube ich, tue ich mal Charalili nach vorne. Da waren Pokémon, die wie Steine ausgesehen haben. Bin ich vielleicht erschrocken. Okay, Kleinstein. Es kommen schon Pokémons. Ja, Kleinsteins. Sie hat gerade davon geredet. Aber wir flüchten einfach. Perfekt. Der Schutz wurde versprüht. Okay. Und jetzt sind wir drin. In der Mine. Da, endlich etwas richtig höhlenmäßiges. Will er kämpfen? Diesen Macholo bin ich auf Route 207 begegnet. Mittlerweile sind es meine besten Freunde geworden. Ich kann mich wohl auf sie verlassen. Ja, stabil. Ich verrate dir etwas. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Oh. Okay. Darf man das gar nicht? Erst geschmuggelt. Ja, dann. Von mir aus. Let's go. Battlen wir. Yo. So, wie gesagt, starte Lili vorne, wenn alle Kampf-Pokémons haben. Weil da können wir einen kurzen Flügelschlag machen und ich sag euch, der ist direkt weg vom Fenster. Nee, nicht ganz. Silberblick, ne? Oh, Vergeltung, das könnte böse werden. Haha, scheiße, wir haben keinen Wiederbeleber. Ja. Chillast, von mir aus. Muss er rein. Alter. Warum konnten wir nicht one-hitten? Ja, Macholo ist tot. So, perfekt, Kleinstein und Zubat leveln jetzt mit. Das ist wichtig eben, dass wir dann noch ein paar Kämpfe machen für sie. Weil sonst sind sie einfach underleveled. Ich würde sagen, ja. Chillas tun wir jetzt nach vorne, weil... Ja, wir hatten jetzt die letzten zwei Parts etwas Abwechslung. Wir finden einen Trank. Aber jetzt lasse ich ihn trotzdem nochmal vorne, wegen der Stärke, die er trotzdem hat, nach wie vor. Dieser Felsen wirkt sehr robust, und man ihn mit Hilfe einer VM-Attacke zertrümmern kann. Ja, aber ich noch nicht. Na gut, tragen wir einen Schüttelkampf während meiner Pause aus. Ich weiß nicht, ob der wirklich jetzt Pause hat, aber ich glaube ihm mal und wir battlen jetzt. Die Mine aber... Ist jetzt trotzdem, ich dachte, es wäre etwas labyrinthmäßiger. Trotzdem alles sehr klar, wo man durchlaufen muss, ist einfach ein normaler Gradergang. Aber dafür ist sozusagen freiwilligen Kämpfe. Am Anfang wird man darauf hingewiesen, die Leute könnten ihre Pokémon haben und kämpfen wollen. Aber du musst sie wie ansprechen. Deswegen, das ist alles EP, die man nicht immer bekommt. Da muss man schon die Leute dafür ansprechen. Deswegen ist es auch wieder nützlich ist. Ein Onix, ich glaube, der gibt gut EP. Könnte aber auch zäh werden. Mal gucken, wie viel macht Blattwerk. Ist wahrscheinlich nicht One-Hit, aber... Oh doch. Ich dachte, er wird wirklich zäh. Aber die EP sollte trotzdem wirklich viele geben. Naja, normal. Trotzdem Level-Ups, das ist geil. Was weiter geht's. Und Items finden wir auch viele, sogar noch ein Fluchtseil für die nächste Höhle oder wenn wir den Trainer haben oder
wenn wir merken, wir kommen nicht weiter. Ah. Wo muss ich denn durch? Ich merke gerade, wir haben hier das noch nicht erforscht. Ich gehe mal hier rein. Du erinnerst mich an die Zeit, als ich mein erstes Pokémon bekommen habe. Oha. Es sollte vielleicht schon etwas her sein bei ihm, wenn er schon älter ist als 12. Hey, deine Pokémon haben das Potenzial dazu, richtig stark zu werden. Warum geht ihr nicht in die Erzlingenmine etwas trainieren? Sind wir gerade... Es fällt mir äußerst schwer zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Ja, ab und zu mal ist es wirklich... Kenniflieg. Wow, die Augen deiner Pokémon strahlen ja richtig. Dieser Anblick macht mich wirklich glücklich. Hier, das möchte ich dir schenken. Superball, endlich. Mein Lieblingsball. Deshalb denke ich vor einem Fang gut drüber nach, welchen Ball ich verwenden sollte. Da ist er, oder? Die Herzlingenmine wird mit höchster Sorgfalt betrieben. Wir achten darauf, den natürlichen Lebensraum der Pokémon zu erhalten. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Die Förderung der Kohle an die Oberfläche ist vollautomatisiert. Da arbeitet man sich nicht mehr den Rücken krumm. Das ist auch fresh. Ich würde jetzt wirklich gerne in dieser Welt leben. Ja. Naja. Dass man hier auch random Items finden kann. Ja, hier gibt dann ein bisschen mehr Möglichkeiten, Sachen zu verstecken natürlich. Boah, das ist auch ein Riesengebäude. Boah, ein Pokémon, dass es so etwas tragen kann. Es muss unglaublich stark sein. Ah, ein Pokémon, das so etwas tragen kann, muss unglaublich stark sein. Wow, das ist also Kohle. Wer hätte gedacht, dass die Brocken so riesig sind? Ich hätte das auch nicht gedacht. Kriegen wir hier Fossilien? Hallo, willkommen im Bergbaumuseum von Erzlingen. Hallo, wie geht es dir? Ich beschäftige mich mit der Erforschung von Fossilien. Ja, ich hier und jetzt. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Oh ja, ich spüre es. Schon bald kann ich Fossilien in Pokémon zurückverwandeln. Das kann ich ganz sicher. Aber noch nicht jetzt, nein, noch nicht jetzt. Okay. Ich wusste gar nicht, dass die Erzlingenmine sich bis unter das Meer erstreckt. Wahnsinn. Okay. Und hier ist sonst auch nichts. Ich glaube, ich habe aus Versehen mit dem Stein gesprochen, anstatt mit ihm. Ja, Lolle, ich bin so dumm. Hey, sieh das mal an. Mit der VM-Attacke zertrümmere kannst du die Felsen aus der Windeseile aus dem Weg räumen. Hier fallen öfter mal Steine herunter und blockieren Wege. Wenn man sie nicht zerstrümmert, geht es nicht weiter. Aber keine Sorge, sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, kannst du es auch. Dafür musst du allerdings erstmal den Arenaleiter besiegen und der bin ich. Also, jetzt haben wir ihn endlich gefunden. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Im nächsten Part geht es dann ab in die Arena, würde ich sagen. Bye.